Moin, Supermarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. So, abseits des Streams zocke ich jetzt einfach mal eine Runde weiter dieses lustige Spiel. Ja. Ganz gechillt. So, weiter geht's, Play. Bin ein bisschen müde. Oh, ich habe gerade ein Nickerchen gemacht. Und jetzt bin ich halt müde, ne? Wie man halt so nach dem Nickerchen müde ist. So, jetzt schauen wir mal einfach hier, was hier abgeht. Wir haben jetzt hier neue Dinge, die wir erforschen können. Ja. Okay. Was machen wir? Ich würde sagen... Excuse me? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, dass wir noch ein paar mehr Sniper oder sowas bekommen. Allerdings würde ich auch mal gerne gucken, was wir hier gerade erforschen. Advanced Quarry, also kriegen wir einen besseren Steine-Abklopper-Typ. So, genau. Jetzt können wir erstmal was anderes. Advanced Farm ist natürlich ganz geil. Muss ich die Quarries jetzt updaten? Upgrade to Advanced Quarry. Da brauchen wir Öl für. Wie zur Hölle kann ich Öl abbauen? Advanced Quarry. Okay. Quarry. Advanced Mill. Oil Plattform. 1200 Gold. Die brauchen wir. New Structure. Oil Plattform. Generates Oil. It must be placed over an Oil Pool. Defensive Barriers. Bla bla bla. Oil Pools haben wir ja den da und den da. Oh, den hier und den da. Ja. Die sind irgendwie alle außerhalb unserer Reichweite. Also irgendwie alle aus in der... irgendwo drin. Das heißt, wir werden uns da mal hinbauen. So, wir bauen hier mal so ein Ding. Wir bauen da mal so ein Ding. Hier könnten wir eigentlich... einfach was drumherum bauen. Also... würde ich das denn hier auch noch mitnehmen gerne. Ach, hier haben wir so ein Ölding. Okay. Ein Ölding haben wir sogar. Da ist auch noch eins. Das würde ich gerne mitnehmen und das da oben dann auch. Dann werde ich die Mauer einfach irgendwie darüber erweitern. So, Oil-Plattform. Kümmern uns erstmal um die hier. Das heißt... das heißt, wir werden Mauern bauen. Und zwar hier irgendwie so rüber. Und dann darüber. Wir brauchen dann noch so ein Ding. Es nützt alles nichts. Was haben wir denn? Iron. Kriegen wir immer nur eins. Jo. Stone 1, Iron 3. Rucki zucki. Komm schon. Ich weiß nicht, vielleicht stellen wir einfach ein paar Soldaten auf hier. So drei Türme oder so. Oder können wir Ballistas bauen? Würde ja ein Ballista hier schon helfen. Und eine da. Da haben wir dann schöne Ballistas. Warum kann ich das nicht bauen? So close to map limit steht hier. Aber wird schon zu sein jetzt. Close to map limit. Ich hoffe, dass das reicht. Ich schnapp mir mal noch ein paar Soldaten. Wir können mal das hier abreißen. Und dann bringen wir mal die Soldaten hier noch runter. Ich hoffe, die kommen da rein. Ich weiß nicht. Wo die jetzt langlaufen wollen. Die können anscheinend nicht hier durch diese Dinger durchgehen.
Machen wir die mal weg. Okay. Dann stellen wir die Soldaten noch auf. Stellen hier einen hin, hier einen hin, hier einen hin und da einen hin. Maybe lassen wir die sogar ein bisschen... Wo sind die jetzt hin? Jetzt laufen die da oben lang. Okay. Oil-Plattform. Energy 30. Energy 30. Laufen die von da oben wahrscheinlich hier runter und wollen dann hier irgendwie reinkommen. Dann mache ich das denen mal ein bisschen leichter. So. Stellen eine Person dahin. Eine Person hierhin. Eine Person dahin. Und eine Person hierhin. So. Sollte das hier irgendwie durchbrechen... Oder hier irgendwie mega angegriffen werden. Dann haben wir ja noch den Tesla-Turm, der das da oben schützt. Jetzt würde ich ja trotzdem gerne die Oil-Plattform bauen, aber unser Kraftwerk dauert noch ein bisschen. Kraftwerk dauert noch ein bisschen. So, was machen wir hiermit? Ich würde sagen, wir bauen erstmal das da oben ein. Sollen wir das nicht hierzu machen? Wo sind denn die Sniper? Ich bring mal die Sniper gerade hier hoch. Muss mal gucken, weil wir könnten das hierzu machen. Und vielleicht dann hier oben. Oder hier so. Ich weiß aber nicht, ob hier ein Loch ist oder ob hier ein See ist. Das werden wir jetzt erstmal herausfinden. Es sieht mir so aus, als wäre das hier dicht. Also auch wenn man die da hinschickt. Dann würden die jetzt da außen rumlaufen. Okay, das ist eine coole Sache. Das heißt... Wir bauen uns... nach da oben. Wir schauen mal. Erstmal abwarten. So. Oil Quarry. Wir brauchen mehr Workers. Stonehouse... Oh, wir können ja einfach mal... Haben wir noch Zelte? Ne, Zelte haben wir keine mehr, ne? Dann updaten wir mal ein paar Häuser. So, dann haben wir da auf jeden Fall... genug Platz. Dann hier nach oben mehr Platz. Nach darüber brauchen wir Platz. Oil-Plattform. Zwei Stück. Sehr fresh. Drei Stück. So. Steinmauern. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch Steinmauern. So. Einmal straight runter. Und dann Military. Machen wir erstmal einen Ausguck. Hier hin. Military. Eine Great Ballista. Wenn wir die hier hinbauen, ist da eigentlich genug Platz. Ja, da können wir kein Tor machen. Haben wir das Tor oben hin. Hier haben wir eine Ballista. Jetzt können wir die eigentlich abreißen. Ich glaube, das würde mir reichen, wenn wir zwei dahin bauen. So. Advanced Farm, Advanced Quarry. Da brauchen wir Öl für. Okay.
So. Dann eine Mauer hier durch. Man kann das ganze Ding ja voll bauen, Alter. Das ist ja crazy shit. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir hier den Wald zu. So. Und bauen da auch eine Balliste hin. Sniper-Dudes haben wir 8 Stück. Ja, vielleicht. Aber wir machen uns mal noch ein paar Soldaten. Die können wir ja auch noch hier irgendwie verteilen. So, wir brauchen mehr Workers. Wir brauchen mehr Energy. Für Energy brauchen wir mehr Workers. Wir haben zu viel Eisen. Ich sehe, wir haben zu viel Eisen. Machen wir ein bisschen davon weg. Jo. Aber bis jetzt kommen gerade nicht so viele Zombies. Es sieht eigentlich recht angenehm ruhig aus. Würde ich sagen. Ach, guck mal, so sieht die Oil-Plattform aus. Ah. Alles klar. So. Advanced Mill. Wire Fence Trap. Engineering Center. Keine Ahnung. Wir machen erstmal hier weiter. Also es geht ja wohl straight nach oben, was man hier alles bauen und forschen kann. Wir brauchen auf jeden Fall Energy. Und für Energy brauchen wir Worker. Für Energy brauchen wir Worker. Jo, okay. Wir warten mal kurz, bis wir ein bisschen Energy haben. Oh. From the South. Jetzt ist die Frage, von wo genau kommen die her? Wo ist denn der Ballermann? So. Hier oben kommt auch ein Zombie. Oh, fuck. Wo? Wo genau kommen die her? Von hier? Ja, die kommen hierher. Ne, hier. Komm, du musst helfen. Alter, sind das viele. Kriegen wir die? Oh Mann. Die erste Mauer ist RIP. Auch RIP. Ich denke, das dürfen wir schaffen. Oh, da ist gerade die Mauer kaputt gegangen. Okay, wir brauchen hier mehr Verteidigung. Wenn da noch so eine Gruppe Typen durchkommt, Alter, stell dir vor, ihr wärt jetzt hier hingekommen. Okay, da haben wir eine Balliste, aber trotzdem. Was machen wir denn jetzt? Mehr Verteidigung bauen? Ich brauche erstmal ein Kraftwerk. Powerplant.
Ja, wir können jetzt nicht überall Tesla Tower oder so hinstellen. Advanced Mill. Generates, warte mal, wie viel macht denn der? Generates Energy for the Colony. Wie viel denn? Keine Ahnung. Ich kann die Mühlen updaten, die wir haben. Ich kann die Mühlen updaten, die wir haben. Wir haben ja einige Mühlen. Hier ist auch eine Mühle. So, einfach mal die Mühlen updaten. Forschen wir mal was. Ob die Ballistas reichen? Wie viel sind das? 4. Okay, wir brauchen mehr Soldaten überall. Oder sollen wir überall Sniper hinstellen? Ich finde die Sniper eigentlich... Die kosten mehr, aber ist eigentlich scheißegal. Die kosten genauso viel Worker. Und der Rest ist eigentlich Latte. Workers ein. Wir haben keine Worker mehr. Das kostet so viel Steine, ey. Wir haben auch wenig Gold. Fuck my life. Wir gehen mal kurz hier rüber. Hier liegen nämlich noch Kisten. Weil wenn die nochmal vom Süden kommen und eine größere Wave kommt. Bank, Market, das haben wir alles schon. Warehouse. Kann ich jetzt ein Warehouse noch bauen irgendwie? Attention. Technology Research finished. Technology Research Finish. So, lass die mal in den Steintower krabbeln. Vielleicht bauen wir Sniper überall hin, die dann in den Towern sitzen. Und kein Gold mehr. Fuck, kein Gold mehr. Wie viele Tage läuft denn das hier eigentlich? Kommt der denn her? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich gehe mal ins TeamSpeak. Eine Sekunde. Connected. Channel switched. Ich bin mal da. So. Falls der, die Moses und der Lanzer gleich kommen, wir wollen nämlich gleich Paragon streamen. So, wir haben ein bisschen was eingesammelt. Wir haben ein bisschen was eingesammelt. So, es kostet 3000 Gold. Krieg ich denn jetzt so viel Gold her? 900 Gold. Es kostet alles so viel Gold. Sieht man irgendwie, wie viele Menschen man schon hat? Also hier, das ist meine Population. 982. Ist das gut oder ist es schlecht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt nur. So. Vier Sniper da rein. So. Warte mal. Machen wir da einen Sniper, da einen Sniper, da einen Sniper, da einen Sniper und den da rein. Ah, die Wand dürfte ja eigentlich relativ safe sein. Da noch einen Sniper rein. Okay. Ah, die sehen ja cool aus, die neuen Mühlen. Ich würde aber trotzdem gern das Quarry hier besser machen. Weil der Stein und halt auch Gold macht. Und Stein ist eigentlich relativ wichtig. Food und sowas haben wir eigentlich noch viel. Den hier würde ich dann auch gern pimpen.
Wir warten mal auf den nächsten Goldzyklus. Dauert einen Moment. Saving. Oh, guck mal da unten. Kommen hier einige Dudes. Vor allem greifen die halt hier diese Mauer an, was ich äußerst schade finde. Das heißt, wir werden uns irgendwie noch arrangieren müssen da. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Hier macht die Ballista eine gute Arbeit. Die Sniper, sehr schön. Sniper im Turm. Gute Sache. Warum steht denn der draußen? Geh mal rein. So, hier, die sind auch tot. Ich habe das Gefühl, Sniper in Türmen scheint eine coole Sache zu sein. Vielleicht stelle ich da noch einen Turm hin mit Snipern drauf. Wiretrap. Dann hätte ich jetzt da unten gern noch 4 Sniper. 1, 2, 3, 4. Weil hier, das müssen wir anscheinend richtig doll verteidigen. Irgendwie wollen die nicht hier rein, sondern immer durch diese Lücke da. Ich bin ja froh, dass diese Lücke auf jeden Fall ziemlich klein ist. Und die Dullis dann nicht so reincrashen können. Nichtsdestodennoch ist das eine Schwachstelle da unten irgendwie. So. Wir brauchen echt mehr Gold. Wir brauchen den Markt. Und Holz können wir auch verkaufen. Steine verkaufe ich eigentlich ungern, vor allem weil wir jetzt noch Quarries bauen wollen. Advanced Farm. Oil Plattform. Farm. Quarry. Sawmill. Advanced Quarry. Steine 6. Iron 9. Not enough resources. Was kostet denn das? 1200 Gold. Fuck my life. Ich stelle die mal noch damit hin. Da steht ja der Boy. Ich hoffe, das hier reicht an Verteidigung, ey. So langsam wird es nämlich hier eklig. Vor allem hier habe ich auch nicht mehr viel. Executor Titan Thanatos. The new unit Thanatos. Unit has a powerful rocket launcher with a very long range. Dosen auf jeden Fall. Alter, das ist ja cool. Titan. Also der Titan ist ja hier der Boy da unten. Executor. New Structure Executor. Attack Tower. Executes nearby enemies inflicting massive damage within an effective area of 0,6 cells radius. Okay, probieren wir das mal aus. Mir ist jedes Mittel zur Bekämpfung von Zombies recht. Kommt da nicht noch ein Sniper? Ich sehe ihn nicht. Wer weiß, wo der langlaufen will. Da. Der kommt auch da rein. So, 93 Tage. Advanced Quarry für noch mehr Eisen. Ah, ne, wir brauchen mehr Gold. Ich hab von allem zu viel, nur kein Gold. Müssen wir mit dem Markt arbeiten. Alles mal ein bisschen weg. Oh, Öl gibt viel, ey. 40, 20, 10, 5. Okay.
Jo, 80 Gold. Immerhin 80 Gold, ey. Ist besser als nix. Ist alles besser als nichts. Ich muss halt die Steinquarries, die wir haben, noch updaten. Den hier zum Beispiel auch. 900 Gold. Mein Gott. 900 Gold. Ach, mir fehlt ein Gold. Das gibt's doch nicht. So. Ja, jetzt habe ich Gold. Ja, egal. Die Queries müssen laufen, sonst bringt es uns hier gar nichts. Die gehen einfach durch das geschlossene Tor, die Leute hier. So. Jetzt würde ich ja schon gerne so eine... Jetzt, achso, wir haben jetzt neue Türme freigespielt. Das sind die Executors. Den würde ich gerne testen an einer Stelle, die vielleicht nicht so gut bewacht ist. Die wir vielleicht noch ausbauen müssten. Hier, die ist eigentlich recht gut bewacht. Was ist denn das? Radar-Tower. Mal gucken, was das bringt. Ach, die kann man pimpen jetzt, diese Dinger. Damit man mehr sieht, wo mehr Zombies ankommen. Coole Sache auf jeden Fall, kostet aber auch viel Gold. Mal gucken, wie viele die jetzt Unterschied machen. Eine neue, Herr Kapitän. Attention, please. Mal gucken. Komm. Oh, das ist aber ein größerer Radius, echt. Guck mal, bis da oben hin. Sehr fresh. Da sehen wir ja bald die ganze Map. Wenn wir den hier noch erweitern, dann haben wir hier noch mehr Sicht. Und vielleicht den hier unten noch. 500 Gold. Dann haben wir hier auf jeden Fall... Guck mal, hier runter kann man schon fast gar nicht mehr gucken. Also das ist auch sehr nah am Bildschirmrand. 6.000 Gold, 9.000 Gold. Oh, jetzt können wir sehr weit gucken. Coole Sache auf jeden Fall. So, wir müssen zum Markt. Oh. In the East. Osten. Osten, Osten, Osten. Ich schätze mal, die kommen entweder dahin oder da unten. Oder oben. Sieht so aus, jetzt laufen sie nach unten, okay. Okay, der Turm scheint rechtzeitig fertig zu werden. Die Mauern aber, glaube ich, nicht. Fuck. Kommt mal hier hin. Das dürfen wir eigentlich schaffen. Westside. Hallo Westside Lanza. Ich bin gerade hier mitten im Let's Play, Alter. Ich werde mega von Zombies angegriffen. Fuck my life. Was bist du noch am Spielen? They Are Billions heißt das Spiel. Ist ziemlich geil. Oh fuck. Nein, die kommen durch, oder? Nee. Ich brauche neue Mauern. Wo ist denn die Moses? Was nicht? Der sitzt oben bei Anstupsen.
Wann bist denn du fertig? Ich kann jederzeit ausmachen. Fuck, Alter, was ist denn hier? Oh. Ja. Wir brauchen hier einen besseren Tower. Das ist ja jetzt hier scheiße. Wir brauchen 4 Sniper da oben. Okay, hier sind sie nicht durchgekommen. Ach du Kacke. Gut, Pamarillos, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann entweder im Stream oder in der nächsten Folge wieder. Ach nee, komm, wir warten noch, was passiert, wenn man Tag 100 erreicht. Ob man das dann durch hat oder ob das, das Spiel dann vorbei ist, würde ich gerne wissen. Oder wie lange das halt geht, eine Runde. Wir warten noch bis Tag 100. Und dann schauen wir mal. Building completed. So, hier den Typ, den stecken wir gleich mit da rein. Den Sniper. Also langsam wird es ja echt hier ekelhaft. Ich kann gar nicht so viele Mauern bauen. Hallo? Los! Na, was ist denn hier? Alter, ich bin hier gerade Billions-Dings am Spielen. Ich bin jetzt bei Tag 98. Und jetzt erst seit gestern. ich hab das ja heute Mittag ein bisschen gestreamt. Und hab mir jetzt gerade gedacht, komm, ich spiele noch eine halbe Stunde, bevor wir hier streamen. Der Lanzer ist ja jetzt da, deswegen mach ich gleich aus. Aber hier Dings, es wird schon knackig. Also ich spiele auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe und die sind gerade eben echt fast eingebrochen in meine Stadt. Und das war nicht nett. Das war nicht schön. Nee, war nicht schön. Ich habe mich da ein bisschen unterschätzt. Oder ich habe die Zombies unterschätzt, weil das waren echt viele. Und die kriegen auch die Steinwände schnell kaputt. So wie das aussieht. Also macht das dann mehr Spaß, wenn das Spiel ein bisschen schwerer ist? Ja. Ich meine, Base ist halt schon, weiß ich nicht, 50% der Karte oder 30% der Karte ist meine Base groß. Also ist echt riesig und ich habe auch fast alles erforscht. Was ist da dann? Engineering Center muss ich bauen. Wo baut man das denn? Hä? Engineering Center. Workers 20, Energy 50. Ach du Scheiße. Ich brauche Worker. Ich habe kein Food, ich habe kein Energy. Ja, heiliger Crackjunk. Ich kann keine Energy mehr bauen, weil ich keine Worker habe. Ich habe keine Worker. Das ist ja kacke. Was mache ich denn jetzt? Ich stopp den mal. Dann brauche ich mal eine Advanced Mill. Dann dürfte ich wieder Energy bekommen. So, was habe ich denn jetzt gestoppt? So, Workers. Ich habe so viele Rohstoffe von allem, dass es die ganze Zeit voll läuft, außer Gold. So, wieder da. Hallo. So, ich will noch kurz abwarten, was passiert, wenn ich Tag 100 erreiche. Dann mache ich aus. Wie lange dauert das? Ungefähr 10 Sekunden. Achso. Ungefähr 2 Tage. So, jetzt habe ich das gebaut. Jetzt brauche ich fucking mehr Food. Ich habe jetzt Tag 100 erreicht. Und du? Wow, ist nichts passiert. Das hat eine Glanzleistung in dem Spiel, oder? Keine Ahnung, ja, ich spiele auf dem einfachsten Modus, weil das hier meine erste Karte ist, aber ich dachte, irgendwann hört das auf. Aber okay, gut. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen, Pamarillos. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, stay Pam, macht's gut. Tschüss.